dass da hinten. Da ist irgendwo ein Schildgenerator. Ach, fuck. Warte. Meiner. Headshots insta-killen die? Oder ist das nur bei... Die Mistkerle lassen den Laden zu heiß laufen. In einem Monat ist er hinüber. Konzentrieren Sie sich. Nice. 3000 von 5000 Kills, okay. Kann ich den so nicht kaputt machen? Hm. Man weiß es nicht. Ich glaube, das hier wird uns hinbringen. Ich weiß es nicht, ich war hier noch nie. Warum muss ich eigentlich führen? Hier wäre es einfacher, hinter denen herzulaufen. Weil die kennen beide Omega deutlich besser als wir. Nach oben. Okay. Dann gucke ich mich erstmal unten um. Was ist hier? Erstmal Geld. Präzisionsgewehr Thermo-Zielfernrohr 3. Okay. Das heißt, hier kann man hier auch finden. Datenpad. An Echor oder Echor von Samuel Vai. Mal im Ernst. Wenn ich noch einmal höre, dass sich dieser Idiot über E-Zero-Gefahren beschwert oder wir werden alle sterben, sagt, zeige ich ihm, worüber er sich wirklich Gedanken machen sollte. E-Zero ist nur gefährlich in Staubform. Ich wünschte, sein stumpfer Schädel würde das endlich begreifen. Okay, keine Ahnung. Ach, guck mal, wir können auch hier hoch. Sie sind rübergekommen. Der neue Befehl lautet Rückzug. Negativ. Sie wollen zum Reaktor. Meins. Also das Hacken ist echt praktisch gegen die Mechs. Welcher von den Mechs ist unserer? Systemausfall in Kürze. Ach du Kacke. Wo kommst du denn her? Systemausfall im Shutdown in Kürze. Nice. Okay, diese Dinger machen Schaden, wenn man drüber läuft. Irgendwie so etwas hatte ich mir schon gedacht. So. Hallo. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wahrscheinlich erhöht sich mit der mit dem besseren Thermo-Zielfernrohr auch die Reichweite, auf die sich diese Fähigkeit aktiviert. Okay. Ich habe aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass hier noch einer von denen lebt. Jetzt haben wir hier nichts. Ah, sehr gut. So, einmal voll machen bitte. Einmal alles nachladen. Wo müssen wir hin? Das ist ziemlich offen hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mittlerweile alles untersucht haben. Weil ich möchte irgendwie ungern etwas hier zurücklassen, wenn hier diese Thermalfernrohr Fernrohre rumliegen. Dann hätte ich die schon ganz gerne alle dabei. Die sind nämlich nicht billig, wenn wir sie uns dann später kaufen müssen. Also ich glaube, alles, was man sich nicht... Ich glaube, alles, was man sich nicht... was man nicht in der Mission findet, wird später verkauft. Also neben den Sachen, die normal verkauft würden. Mit Verstärkung ist zu rechnen. Konzentration. Wir müssen den Zugang zum Reaktor finden. Also wenn der Typ taktisch denkt, dann hat er unser Ziel vorher schon gewusst. So. Schroti. Wir sind alle hier oben in Stellung. Rüberschießen.
Moment, ich lade nach. Okay. Sieht aus, als wäre Cerberus hier einmarschiert und hätte alle getötet. Jetzt zahlen wir es ihnen zurück. Da fühlen sich deine toten Arbeiter bestimmt gleich besser. Nein, aber wir fühlen uns besser. Oh, und das hätte ich fast übersehen. Schrotflinte, Universalklinge. Und ein Chakramwerfer. Den gucken wir uns später an. Upgrades werden ja gerade eh nicht auf den übertragen. Und wo sollen wir jetzt hin? Die Türen sind alle zu. Hallo? Ach, da. Ah, fuck, ich hätte mich vorher heilen können. Das sieht schmerzhaft aus. Hier ist noch Geld. Hier müssen wir runter. Irene, du stehst im Weg. Was kann ich mit dem machen? Achso, der hatte nur Geld dabei. Okay. Und da werden die E-Zero-Bruchstücke raustransportiert. Mit einer sich ziemlich schnell wiederholenden Textur. Aber egal. Der Fahrstuhl zum Reaktor ist auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass der uns da einfach hinlaufen lässt. Ach du Kacke. Bin dafür, wir gehen ganz schnell hier runter. Alle heil drüben. Okay, dann können wir weiter. Aber ich habe irgendwie mit mehr Soldaten. Wir werden nicht mehr angegriffen. Sag ich doch. Mit allem rechnen. Das riecht nach Falle. Und Falle heißt irgendwas mit Nahkampf, deswegen gehe ich mal zurück auf die Schrotflinte. Zusammenbleiben, Leute. Das wird sicherlich nicht angenehm. Er könnte auch einfach so einen Fahrstuhl hier abstürzen lassen und wir wären am Ende. Also, schwierig wäre es nicht. So, Aria? Wir sind fast da. Wenn die Kraftfelder weg sind, beginnt der eigentliche Krieg. Für einige begann er schon vor Monaten. Das war kein Krieg, Babe. Nur eine Aufwärmübung. Naja, wir können uns übrigens auf dem Fahrstuhl nicht bewegen, ich kann nur im Kreis sprinten. Da ist der Reaktor, geradeaus. Sieht aus, als wäre er ziemlich am Ende, der Reaktor. Aber warum sind hier keine Cerberus-Truppen? Das ist seltsam. Ist hier irgendwas? Nö. Das Gelände ist viel zu groß, um so leer zu sein. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ah, Munition. Es war so klar. Ich gratuliere. Ihr Angriffsplan war tadellos. Offenbar wurden wir erwartet. Eher angelockt. Ich wusste, dass der Reaktor das eigentliche Ziel war. Also gab ich ihnen nur diesen Weg. Tja, kluger Mann. Aber es war ziemlich vorhersehbar. Schade, dass Sie auf der Seite des Unbekannten sind, Petrovsky. Ich bin auf der Seite der Menschheit. Sie versuchen hier einen Krieg anzuzetteln zum Ruhm von Aria. Aber das ist vorbei. Es ist erst vorbei, wenn Ihre Verwandten Sie nicht mehr erkennen. Ich mag Ihren Mut, aber Sie sollten erkennen, wann Sie geschlagen sind. Sie wurden neutralisiert und ich kann Sie hier verrotten lassen. Oder Sie geben auf. Niemals. Aria, was haben Sie vor? So werde ich nicht enden. Aria, nicht! Was zum Teufel hat sie bloß vor? Ich glaube, er hat Aria unterschätzt. Verdammt, Aria, sie zwingen mich dazu. Dann eben auf ihre Art. Er scheint nicht
zu viele töten zu wollen. Ich muss sie hacken. Eigentlich aber mehr als einen. Ach komm. Hier. Die Mechs sind das kleinste Problem. Haha. Also Bollwerk-Mechs sind echt kein Thema. Auch wenn ich gerne wüsste, was unser Gehackter ist und... Hi. Das war einfach. Wo sind die denn? So, du gehörst jetzt mir. Easy. Ha. Nairine, ich kann dir gleich aufhelfen. Du bist gehackt. Oh, da war einer hinter mir. Zwei sogar. Das ist nicht gut. Im Anschlag. So, jetzt ist hier vorbei mit lustig. Gehackt. So, schön. Kannst du mal das hier machen? Wo ist der hin? Komm. Da kommt einer hinter uns. Es tötet den doch endlich. Puh. Fuck, ich wollte eigentlich den dahinter hacken. Mein Gott, wie viele kommen da noch? Ein Glück, dass die Aoi ja nicht angreifen. Oh, jetzt dürfen wir Aria den Arsch retten. Woher wusstest du, dass du das kannst? Ich wusste es nicht. Respekt. Allerdings sind wir jetzt auch auf uns allein gestellt. Okay. Dann Medikit. Beziehungsweise erstmal heilen. Medikit. Wer ballert hier? Irgendwer schießt doch auf mich. Ah. Ach komm. Man schießt. Heute ziele ich aber auch richtig kacke. Also richtig, richtig kacke. Systemausfall in Kürze. Okay. Ich bin verwirrt. Jetzt höre ich hier normale Cerberus-Truppen. Oh, guck mal.
Und tschüss. Der lebt noch. Shepard, wir kriegen keine Pause. Es kommen immer neue Mechs. Bleiben Sie am Leben da drüben. Ja, ich wüsste gern mal, wo ich lang muss. Hier ist auch eine Sackgasse. Hä? Dieses Gebiet ist so groß. Und ich weiß auch nicht, wo mein gehackter Mech hin ist. Der da war es nicht. Egal, den kann ich jetzt hacken. Und tschüss. Und tschüss. Okay. Und tschüss. Also diese Bollwerk-Mechs sind, wenn man hacken, wenn man diese Hackfähigkeit hat, sind diese Bollwerk-Mechs ja richtig einfach. Ich glaube Edi kann die Hackfähigkeit auch mit Edi oder mit Tali oder mit Legion wäre das hier richtig easy. Naja. Geh mal wieder zur Schrotflinte. Wenn wir hier jetzt diese Treppe hochgehen in einen Raum. Ach, sieh mal einer an. Das hier schon muss die Hauptsteuerung sein. Okay. Shepard, bewegen Sie Ihren Arsch. Ja, mach ich doch. Ich muss erstmal rausfinden, wo ich hier... Ah, natürlich, bei der... Ah, die leuchtet auch grün. Na dann. Das können Sie nicht tun, Commander. Es geht um mehr als Sie ahnen. Der Reaktor betreibt Lebenserhaltungssysteme für Dutzende von Bezirken auf der Station. Wenn Sie ihn abschalten, sterben Tausende. Hören Sie das, Arya? Ja, und es ist mir egal. Schalten Sie ihn ab! Shepard nicht! Versuchen Sie, die Energie von den Kraftfeldern wegzuleiten! Verdammt! Durchhalten da unten! Das Umleiten der Energie, damit die anderen Systeme in Betrieb bleiben. Es ist lobenswert. Wenn ich ein dummer Frontsoldat wäre. Fick dich. Wir töten niemanden. Außerdem, wir sind Techniker. Wenn wir etwas können, dann das. Ich lasse nicht Tausende, vor allem die Tausenden von Menschen brauchen wir für unseren Aufstand. Na, wird die Luft dünn? So sei es. An alle Einheiten, bereit machen zum Angriff. Sprengcrews in Position bringen. Alles okay? Alles bestens. Bei mir auch. Sie haben alle ihre Fähigkeiten eingesetzt und die Aufgabe ohne Opfer gelöst. Sie haben meinen Respekt. Shepard bleibt unter Druck immer cool. Klarer Verstand, alles im Griff. Sieh's dir nur gründlich an. So sieht Furchtlosigkeit aus. Worauf willst du hinaus, Arya? Das war ein tapferer Kampf gegen diese Mechs, Nyrene. Beeindruckend. Aber? Warum bist du nicht genauso hart, wenn Adjutanten angreifen? Lächerlich. Du zuckst schon, wenn diese Monstrositäten nur erwähnt werden. Schluss. Sie hat sie gerettet. Ich will ihr nur helfen, Shepard. Liebevolle Strenge. Der Krieg beginnt. Ich werde ihn nicht verpassen. Danke sagen war noch nie ihr Ding. Nee, aber sie ist loyal zu denen, die ihr helfen. Und das ist eine Sache, Arya ist, denkt, sie wäre unberechenbar, aber auch Arya ist berechenbar. Man weiß, was sie tut und was sie plant. Und man kann sie auch dazu bringen, bestimmte Sachen für einen zu tun. Und wenn Arya einem was schuldet, dann bekommt man das wieder. Alle Kraftfelder unten. Zivilisten stürmen auf die Straßen. Cerberus zieht sich zurück. Aber nicht lang. Die Leute sind für einen Kampf an der Front gegen Cerberus nicht ausgebildet. Sie werden ausradiert. Zivile Verluste sind unvermeidbar, das musst du akzeptieren. Sag, was du willst, Arya. Ich lasse keine sinnlosen Toten zu.
Konzentration auf den Feind, für Sicherheit der Zivilisten sorgen. Wir schaffen das auch so, würde ich sagen, oder? Ich meine, Cerberus ist jetzt nicht so die Bedrohung. Die Bollwerk-Mechs fand ich am Anfang richtig schrecklich, aber mittlerweile, dank Hacken, gehen die ja auch recht gut. Ein Glück, dass ich auf Hacken geskillt habe. Das wäre so viel schwieriger geworden ohne. Außerdem brauchen wir die Zivilisten noch für später, von daher... Tun Sie Ihr Bestes, um sie zu schützen. Natürlich, Commander. Arya, hier Bray. Bericht. Mein Team erkundet die Wartungstunnel. Wir sind auf Cerberus-Truppen getroffen, die Techniker eskortieren. Sie transportieren anscheinend Sprengladungen und wollen zu den zentralen Stützpfeilern der Station. Bray, Angriff. Halten Sie sie so lang wie möglich auf. Wir kommen. Verstanden. Angriff, Leute! Wenn sie den Hauptpfeiler sprengen, ist der Weg zum Afterlife abgeschnitten. Die Offensive der Talons wäre gestoppt. Also trennen wir uns. Ja. Nyrene, du leitest den Frontalangriff. Shepard und ich treffen dich in den Märkten, sobald wir mit den Bomben fertig sind. Natürlich. Aber ich helfe nicht beim Bau eurer Denkmäler mit, wenn ihr dabei draufgeht. Wir gehen nicht drauf. Ich liebe es, wenn du frech bist. Der einzige Weg zum zentralen Pfeiler führt durch die Tunnel.